was willst du was ändern? Bin ich zum DND gegangen, zum Notdienst. Da betreut das Wohnen. Die haben sich auch aufgenommen direkt am Amt. Ja, habe ich dann 4 Jahre da gewohnt. Also knapp 4 Jahre. Ne? Die haben gesagt, Vorzeigeklient und alles. Und, ja. Jetzt habe ich wieder alles verkackt. Jetzt, ich bin nach 4 Jahren raus und jetzt bin ich wieder auf der Straße und bin jetzt seit knapp 3 Monaten wieder obdachlos. Und meine Eltern sind, ich war fast jedes Wochenende, ich habe mich mit meinen Eltern wieder vertragen, bin fast jedes Wochenende nach Dresden gefahren, weil die gesehen haben, ich bin auf Therapie und alles gewesen. Da habe ich sie angerufen, haben sie gesagt, wir kommen eh nächste Woche nach Dresden, wir schauen mal und gucken dich mal an. Haben die gesehen, wow, du hast dich echt verändert, wow, super. Du hast es geschafft, du bist clean, du hast das gemacht, du hast dies gemacht, du hast jenes gemacht. Naja, bin ich jedes Wochenende nach Dresden gefahren, zu meinen Eltern. Ja, und mit dem Flixbus hin. Jeden Freitag, ich habe ja Take-Home gehabt, weil ich mit der Domruck habe, ich habe Take-Home gehabt. Freitag meine Drogen eingenommen, so mein Methadon, also was heißt Drogen, sind ja im Endeffekt sind es ja Drogen, das ist ja nur ein Ersatzstoff, aber es ist genau das gleiche wie Drogen. Und Freitag immer zum Arzt gegangen, habe eingenommen, bin dann hab mein Blister mitbekommen, also mein Streifen, also mein Methadonstreifen. Ja, bis nächste Woche Freitag. Und dann bin ich jeden Freitag nach Dresden gefahren, hin und zurück. Also Freitag hin, Sonntag zurück, weil ich ja nebenbei dann noch so einen scheiß Job hatte, so einen Eurojob, so eine Pflicht, so eine Einrichtung, wo ich war, ein bisschen betreutes Wohnen. Jetzt ungefähr vor 2 Jahren hat mein Vater Burnout bekommen. Beruflich bedingt, ich weiß nicht genau warum. Und hat gesagt, er fährt wieder zurück, er haut ab wieder nach. Was heißt, er haut ab, er fährt. Er geht zurück nach Bayern. Eigenbedarf auf die Wohnung angemeldet, im Rosenheim haben wir eine Wohnung und hatte Eigenbedarf angemeldet und war so ein älteres Ehepaar drin, die haben sie dann die haben eine Wohnung gekriegt, die sind raus. Was mich jetzt total runtergezogen hat, ist, wieder, ich war ja im Endeffekt clean, ich war mit der Domruckram. Wie gesagt, mit dem Hund, die Hunde wurden dann vergiftet, die 2 Hunde wurden vergiftet. Wir hatten ja dann 2 gehabt, weil war die Voraussetzung, dass die Keule hochgezogen ist, das ist meine Pflegemutter. Ja, die Hunde wurden vergiftet, wir mussten alle 2 Hunde innerhalb von 24 Stunden alle gleich einschließen. Ja, ein halbes Jahr später, also 2 Wochen später sind sie dann nach Rosenheim zurück, nach Bayern. Ein halbes Jahr später hat sich dann meine Mutter umgebracht. Mein Vater hat sie dann tot. Pflegevater hat sie dann tot auf der Toilette gefunden. Die hat sich irgendwelche Tabletten eingehauen und ja, seitdem bin ich jetzt wieder drauf. Also ich nehme jetzt Drogen, ich nehme alles jetzt wieder, ich nehme Kokain, Heroin, rauche auch Kokain. Bin auch total verzweifelt. Ich habe eine Diagnose bekommen vom Arzt, dass ich, das hört man vielleicht sogar in meiner Stimme, dass ich Lymph. Tatsache, ich habe Krebs.
Ja, und ich, dass ich nicht lang zu leben habe. Die haben mir 6 Monate gegeben. Davon sind schon 4 Monate rum. Naja, und ich bin jetzt auf der Straße und ich kann nicht mehr. Und ich bin total verzweifelt. Ich habe einen guten Freund. Der mich zusammen, der mir hilft und alles. Und mit dem ich jede Nacht irgendwo hier in Berlin irgendwo eine scheiß Tür eintreten muss, für irgendwie nicht so ein bisschen warm ist. Ja, das mache ich schon seit knapp 3 Monaten. Ja, ich bin total verzweifelt und ich weiß auch nicht mehr, ich weiß, wie es ist, bald vorbei. Und die meine Mutter umgebracht hat, also meine Pflegemutter mit 51, sie war dann meine 600 werden. Das hat mir im Endeffekt das Genick gebrochen, weil das war ja nicht meine Mutter, das war ja im Endeffekt eine gute Freundin. Ja, und sie ist jetzt weg. Aber seitdem sie gestorben ist, komischerweise, voll komisch, habe ich sowas noch nie erlebt. Das hört sich vielleicht jetzt beschissen an oder bescheuert an oder dass ich mir irgendwas einbilde. Könnt ihr denken, was ihr wollt. Fliegt immer so ein schwarzer Punkt, so ungefähr so groß. Wenn ich an sie denke, fliegt immer um mich rum. Hier, da. Jetzt ist sie nicht da, aber so 3 Mal am Tag passiert, so sehe ich einen schwarzen Punkt immer, wenn ich an sie denke. Ich bin wieder da. Ja. Ich vermisse sie total und ich sehe, dass sie für mich da ist und dass sie auf mich aufpasst, aber es ist vorbei. Ich habe jetzt, wie gesagt, scheiß fetten Krebs. Yeah.